Herzlich willkommen in Bad Säckingen, gelegen am Südschwarzwald. Auf der einen Seite die deutsche Rheinseite, auf der anderen Seite die Schweizer Rheinseite, verbunden mit Europas längster überdachter Holzbrücke. Das allein schon mal sehenswert, aber bekannt wurde diese Stadt natürlich durch das Scheffel-Epos der Trompeter von Säckingen. Und auf den stoßen wir immer wieder, wenn wir in die historische Altstadt kommen, über den Diebsturm hinein in den wunderschönen Schlosspark. Also hier warten nicht nur blühende Erlebnisse, sondern auch kulinarische, aber dazu dann später mehr. Also kommt mit rein in die Trompeterstadt hier in Bad Säckingen. Nur 50 Meter vom Rhein entfernt laufen wir im Schlosspark direkt auf das Schloss zu. Dort befindet sich eine der bedeutendsten Trompetensammlungen weltweit. Und dann gehen wir zügig hinein am blühenden Bad Säckingen vorbei in die historische Altstadt. Ja, wir befinden uns immer noch in Bad Säckingen und nicht, wie man meinen könnte, in Saint-Tropez. Hier ist der Münsterplatz, das Herz von Bad Säckingen. Hier spielt sich auch die kulinarischen Highlights dieser Stadt ab und im Hintergrund natürlich das Wahrzeichen, das wunderschöne Fridolinsfenster. Bad Säckingen, die blühende Stadt, die Stadt im Südschwarzwald und die historische Stadt. Was für ein Ausblick. Bad Säckingen, definitiv immer eine Reise wert.